Hamburg. Rinderwahnsinn ist auch auf Menschen übertragbar. Zu dieser Aussage kamen heute die Vertreter der freiwilligen Veterinärkegler Barmbek Süd. Bekanntestes Opfer der zuvor nur bei Tieren aufgetretenen Krankheit ist der frühere Immobilienmakler und Bestattungsunternehmer Wilhelm Wieben, der seit dem Genuss einer Portion Rindergulasch vor mehr als 30 Jahren behauptet, Nachrichtensprecher und verdammt gut drauf zu sein. Anzeichen für die Infektion sind unter anderem orientierungsloses Herumtasten, seniles Starren und Ansprechen eines imaginären Publikums. Guten Morgen, meine Damen und Herren.